Begib dich zum Norddog. Achso, ihr könnt schon rausgehen aus der Kamera. Ja, ja. Seid ihr schon weggerannt? Nee, ne? Nee, stehst noch hier, bitte. Ich bin in der Nähe vom Norddog. Ich stehe noch hier. Da. Das war der Vorteil, wenn man sich rauswerfen lässt. Oh! Gut, dass wir keine Dings hatten. Warum rutschst du noch nicht die Leiter runter, Kev? Warum kletterst denn du? Weil ich das versucht habe, aber das nicht funktioniert hat. Jetzt bin ich wieder am ersten Tor, super. Wo bist du jetzt? Vorne oder was? Ich bin wieder dort, wo man startet. Ach Gott. Ich spioniere ja immer raus ein bisschen. Nee, die jeden Winkel aus. Aber ich gehe jetzt schon mal direkt. Ich bin jetzt hier auch direkt beim Norddock schon da. Ja. Gleich müssen wir uns auf die Insel verteilen und auskundschaften. Ach Gott, jetzt hast du. Chuckev, das ist die Übung für Tom Clancy Wildlands. Ach, alles gut. Stadtrundenfahrt, ich wollte doch eine andere App. Hast du schon ein Foto gemacht jetzt oder? Weiß ich nicht, der Geiner hat ein Foto gemacht. Aus dem Wasserweg noch fotografieren. Geht doch besser hier drüben. Ach, du machst schon ein Foto. Vorteil ist, bei diesem kannst du nicht drauf gehen. Hä? Du hast hier kein Teamleben. Wir können so oft sterben, wie wir wollen, war jetzt ja. Aus. Das wollte ich damit hören. Ja. Ihr seid schon komplett da hinten drin, ne? Und wir sind. Und ich bin hier gerade noch komplett auf dem Weg zu euch erst. Ach man. Stimmt, Such an die Docks nach dem Bolzenschneider. Warte, ich bin schon dran. Okay. Hab ihn. Einer, der gerade am Punkt ist, muss Foto machen.
Bin schon dran mit dem Bolzenschneider. Sind das eigentlich alles Sachen, die du schon gemacht hast, Thomas, oder? Scheiße. Doch, die habe ich schon durch. Der hat zu lange gebraucht, um die Futtersorte zu schicken. Da kam die Wache zurück. Warum? Wolltest du wissen? Ich wollte nur wissen, ob das jetzt für ihn auch was Neues ist oder ob er das komplett schon durchgezogen hat. Wir haben die Hälfte der Sachen hier umgefunden. Ja. Okay, wenn du bei den Wachen erwischt hast, wirst du zum Tor zurückgebracht vorne. Ja, aber das Tor ist nah am Nordbock. Alles gut. Hä, wieso soll ich denn nochmal zum Bolzenschneider? Ich hab das doch schon gemacht. Weil du wahrscheinlich beim Verschicken erwischt wurdest. Ja. Ich geh nochmal hin. Ich weiß ja, wo es ist. Naja, der hat irgendwie eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis er es mal geschickt hat. Dann kam die Dreckswache zurück. Brauchen aber auch ewiglich, um sich mal wieder umzudrehen. Das muss ja auch jetzt. Wir sind aber auch nur rein und dann wieder raus am Ende. Ach, du hast das jetzt gerade schon gemacht, Markus? Ja, du kannst dich auch wegbewegen während das Schick, ne? Das weißt du. Das hat aber mir irgendwie nicht gemacht. Also können wir jetzt einfach hier weiter ausspähen, wie wir jetzt wollen. Ja, gibt doch versteckte Sachen. Die nützlich sein könnten. Da dann gucken wir mal. Wo gehe ich denn mal hin? Ist das was Interessantes oder ist das nichts Interessantes? Ich weiß nicht, was da kommt. Haben wir alles oder brauchen wir noch ein bisschen was? Wir können jetzt praktisch noch zusätzliche Sachen erkundschaften, Kev. Ja, habe ich ja gemacht jetzt gerade mit Gras und so, habe ich nochmal zusätzlich gefunden. Ja, es ist nach bei der Insel und du bist gerade auf einem Fleck von dieser Insel und da sind noch mehr Sachen zum Erkunden. Ja. Thomas, beruhig dich, du willst hier nichts folgen. Ach, es nervt ein bisschen, dass du durch manche Pflanzen durchlaufen kannst und bei manchen bleibst du eng. Das ist ein bisschen. Das ist die Pflanzenlogik hier.
Thomas? Hm? Wenn man jetzt was findet, was wichtig ist, sagt er einem das oder musst du das selber erkennen? Du musst das selber erkennen oder machst ein Foto davon und dann siehst du es löschen oder speichern oder schicken. Also das Löschen, das braucht er nicht. Okay. Ja. Hm. Hier sind auch Waffen und Geld versteckt. Du kannst... Nee. Das nicht. Hä? Keine Ahnung, wo der war, wo der mich gesehen haben könnte. Auf jeden Fall fliegen hier auch Hubschrauber, ne? Hm. Ach man. Mann! Diese scheiß Steuerung, ey. Okay. Ich geh mal zu seinem Haus aussperren. Spielen. Yvonne, du hast zusätzlich die Beute ausgespawnt. Ja. Ausgespawnt. Ein bisschen Käfig auf den Landeplatz, ne, und hier den Hubschrauberplatz. Ach, den Hubschrauber, was der Käfig gibt's hier noch. Und was war das letzte Mal? Ein Leuchtturm. Müsste noch gefunden werden. Okay, ich bin erwischt worden, Jungs, ihr habt recht. Ich frage mich nur, bei manchen Punkten wurde er dich erwischt. Ende halt die Klappe. Dann wollen wir mal auf seinem Anwesen noch ein paar Fotos machen. Hm? Brauchen wir noch den Käfig, den Leuchtturm und hier im Schrauberplatz. Da müssen wir die wichtigsten Dinge haben, außer es gibt noch Beute zu finden. Ich fotografiere hier alles mögliche, aber es ist irgendwie nur löschen und speichern, aber nichts mit Zählen. Ich habe es jetzt nochmal schicken können. Irgendwann kriegen wir eine Mitteilung wegen die Piloten. Hä? Irgendwann kommt noch nur so ein blaues Männchen, wenn wir durch sind.
Okay. Wieso ist eigentlich Thomas bei uns gar nicht mehr auf der Map? Ich bin doch auf der Map. Nö. Ne? Ne. Also mir kam er eben entgegen. Ah, jetzt doch. Gerade eben wurde es mir nämlich nicht angezeigt. Jetzt wirst du sehen, weil er gerade erwischt wurde. Kann sein, ja. Mann, die haben mich ja nicht, das ist gemein. Das sind alles Scheißkerle. Alle böse. Alle böse zu mir. Ich wollte gleich meinen großen Bruder. Das will ich sehen. Oh Gott. Noch ein, es gibt doch welche von dir. Dankeschön, was soll das denn heißen? Das kannst du selber interpretieren. Ich hab dich auch lieb, wie mein Pickel. Der ist gerade am Internet. Okay. Ich kämpfe noch um sein Überleben, oder was soll das werden? Bring mich nicht um! Genau. Warum will ich? Warum hier zum Hafen? Ja. Ich liebe das Wasser. So. Flugsaugplatz habe ich schon mal. Okay. Der Tierkäfig und der Leuchtturm. Ich finde überhaupt nichts mehr wirklich. Ja, ich renne hier auch nur doof durch die Gegend und. Ja. Ich sehe nur vier Sachen, die uninteressant sind. Einer wird gleich entdeckt hier, glaube ich, vom Auto. Ja. Baby. Yay! Du hast gerade Entdeckung gehen. Was bist du für eine Pfeife? Ja, denn du gehst quasi zum Tor zurück am Anfang. Ich weiß, ich meine, was war das für ein Typ, der mich da gerade entdeckt hat? So mit Schnauzer und über einem T-Shirt, ey. Hm. Auf jeden Fall mal ungefähr die Leuchtturmposition war ungefähr hier. Also die Markierungen sind. Also wirklich spannend ist das gerade hier nicht. Nee, sorry, das ist arschlangweilig gerade ist. Wollen wir dann zurück zum Flugdings und mal wieder zurückfliegen? Damit wir dann weiter angehen können, den Überfall. Ja. Weil das ist hier gerade echt... Habt ihr so einen blauen Mann auf der Karte? Was? Blauer Mann auf der Karte? Nein. Ja, den Piloten. Muss zurück zum Piloten. Ja, es ist gerade ziemlich trocken.
ich habe was gefunden. Cool. Hat einer von euch auch den Tower schon fotografiert? Was für ein Tower? Den Flughafen Tower. Was da alles, ne? Sperrt die Insel weiter aus, hier. Das Einzige, wo ich noch nicht war, war sein Anwesen. Ja, es ist halt irgendwie doof gemacht, dass man nicht mal einen Anhaltspunkt hat oder so, weißt du, irgendwelche Kreise oder... Ein paar hast du ja. Ich hab den Tierkäfig. Okay. Oder Menschenfalle, was auch immer das sein soll. Ach, leck mich doch am Arsch in der scheiß Kamera, oder? Ein Folterkäfig, ja toll! Nur das reicht nicht wohl, ne? Kennen wir doch irgendwo her, ne? Aus Yvonnes Keller, oder was? Ich hab nicht mal einen Keller. Das sagt sie jetzt. Das stimmt, sie hat keinen Keller. Sie hat einen ganz kriminellen Abstellraum. In den möchtest du nicht rein. Den möchte ich genauso wenig rein wie das Brummen, das ich im Ohr habe. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber auf jeden Fall unangenehm. Ich habe keine Ahnung, wie es kommt. Kann den ja rausziehen, dann höre ich euch über die den Fernseher. Dreh dich um, du Spacken! Muss mich verarschen, oder? Ja, ich würde fast sagen, lass es mal lieber nach Los Santos zurück, weil das ist gerade sehr, sehr trocken und langweilig. Und ich denke, selbst wenn, ich denke, wir haben ja das Wichtigste und ich glaube nicht, dass wir da groß noch. Also ich lauf jetzt gerade zurück zum Flugplatz und schau mal nach, ob wir da irgendwie wegkommen. Ja, ich bin unterwegs dahin. Ich bin in den Marker gesetzt. Ich war zwar gerade zweimal mit dem Auto, bin aber zweimal erwischt worden. Ja, mit dem Auto ist auch schlecht die Idee. Das hören die und dann sehen die dich sofort. Ja, gut, das eine Mal war die Kamera und seine Kamera kam mir einer entgegen. Thomas rennt gerade hier vor mir. Ich sehe auf jeden Fall schon einen Leuchtturm. Kann ich den von hier aus schon fotografieren oder muss ich näher ran? Kann ich das schon so? Kann ich das? Natürlich nicht. Ich muss näher ran, war ja klar. War ja so klar, dass ich näher ran muss. Also am Flugfeld bin ich jetzt gerade schon. Ich stehe jetzt bei den Flugzeugen. Da wo du bist, ist auch noch ein Kifferzeichen. Vielleicht kannst du da auch noch was fotografieren. Ja, ja, da bin ich gerade eigentlich unterwegs hin. Schon gesehen. Das ist halt noch zusätzliches Gras. Ne, ich wurde schon geschickt worden.
Oder ist das oben? Kann natürlich auch sein. Nee. Keiner. Ja. Bist du hier bei mir? Ich. Du. Also die beiden Grasdinger habe ich versucht zu fotografieren, da ist nichts. Die Frage ist halt, wie kommen wir wieder, kommen wir wieder zurück? Also wollt ihr schon zurück oder was? Würde ich sagen, weil, was willst du jetzt noch machen? Ja. Also du kannst jetzt natürlich Und zwar noch den Leuchtturm fotografieren, den habe ich eigentlich auch markiert gehabt. Aber... wenn wir so rüber, muss ich ein Foto von Kontrollraum machen. Steht bei mir. Okay, bei mir steht bei uns. Also bei mir steht zum Beispiel jetzt gar nichts. Komm ich mal rüber. Mach das Foto. Ja. So. Da ist gerade irgendwer mit dem Auto vorbei oder irgendwas mit dem Auto. Ach, du bist weg. Habt ihr den Tower schon fotografiert von dem Flughafen? Ich glaube, den muss ich fotografieren. Ich gehe mal hin, ich bin nämlich da in der Nähe gerade. Die Frage ist, warum steht bei dir so viel bei uns? Oder bei mir jetzt zum Beispiel gar, so viel gar nichts. Gute Frage. Die Frage ist, komme ich da hoch? Ich habe noch was gefunden hier. Ja, das ist das, was wir fotografieren mussten. Also in den Tower komme ich zum Beispiel. Musst du den. Musst du da auch hoch? Musst du den fotografieren? Musst du den nicht fotografieren? Was ist das denn hier? Ist das interessant oder nicht interessant? Das ist die Frage. Ich fotografiere das einfach mal. Ja. Man weiß ja nicht hier, was in diesem Spiel interessant ist oder nicht. Ja, ist auch interessant, okay. Da muss wohl noch Geld liegen. Muss ich noch aufkommen? Kommt da gar nicht rein. Oder reicht das, wenn ich den von außen fotografiere? Kein Plan. Kein so. Yes, this tower provides main coordinates of our defenses. You disable
are here for main operation, and we have some interesting options. Maybe we can bring in reinforcements. I have some contacts who would be interested, I think. Weg hier, Versicherungsbetrug. Komm, steig ein, komm. Da ist dann noch was. Ist es nicht, sieht verdächtig aus. Ich will mit aufs Foto. Das liegt so drauf, okay. Busen. Busen. Okay. Hallo? Jetzt seid froh, dass ich keine Waffen habe, aber es geht zurück, wenn wir später wieder zurück sind. Alter! Komm mal, das kriegst du wieder zurück. Wir sind immer wieder auf dem Festival und haben ein bisschen Waffe, also nicht so Wache. Yay. Das wär's schon. Endlich. Ja. Enrique! Enrique! Kommst du, Enrique? Fotografiert ihn auf deiner Insel wie bei mir. Oh Gott, das hört sich so schrecklich an. Weil das doppelt alles doppelt und dreifach in die Aufnahme geht. Hey, ich sag mal los. Runter von dieser Insel.